Damit kommen wir zum Tagesordnungspunkt 22, wie eingangs bei der Tagesordnung festgelegt, Coronavirus weiter eindämmen. Und das ist ein Antrag, den Bündnis 90 Die Grünen gestellt haben. Sie wären zunächst mit der Einbringung an der Reihe. Dann haben ich Änderungsanträge vorliegen von CDU, Dissidenten und SPD, die anschließend eingebracht werden können. Und wir beginnen in der Fraktionsrunde heute zunächst mit der AfD-Fraktion, sodass Sie sich ein Stückchen darauf vorbereiten können, wie der Ablauf der Dinge ist. Und wer bringt uns den Antrag von Bündnis 90 Die Grünen ein? Bitte schön, Frau Müller. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen, liebe Menschen hier vor Ort und draußen am Stream. Um ein Bild von dem geschiedenen Bundesgesundheitsminister zu verwenden, es ist 13 Uhr in der Pandemie. Viele Menschen sind wütend und müde, viele beides gleichzeitig. 1.373 Menschen sind in Dresden gestorben. Oder anders ausgedrückt, 250 Menschen je 100.000 EinwohnerInnen. Das ist mit weitem Abstand die höchste Zahl aller deutschen Großstädte. Wir wollten mit unserem Eilantrag zeitiges, effektives, nachhaltiges Handeln erreichen. Im Juli bei Inzidenzen von unter 10 haben wir den Antrag eingereicht. Mit den Erfahrungen von einem Jahr Pandemie und nachdrücklichen Warnungen von Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen vor einer Herbstwelle im Ohr. Seitdem sind wiederum 262 Menschen an Corona gestorben. Am 23.09. stand der Antrag das erste Mal auf der Tagesordnung des Stadtrates, wurde dort in den Gesundheitsausschuss verwiesen, kam dann wieder in den Stadtrat, wurde wieder vertagt. Den Rest ist jetzt kürzer erst her, wissen Sie noch. Wir wollten effektives Handeln. Was wir bekommen haben, ist hinterherlaufen, vertrösten, hoffen und Verantwortung abschieben. Kann kommunales Handeln und das des OBs einen Unterschied in der Pandemie machen? Wir denken ja. Städte, die mit weniger Fällen durch die Pandemie gekommen sind, erreichen das auch aufgrund des Handelns des OBs. Das Erste, was der OB tun kann, ist zu kommunizieren. Klar, zielgerichtet. Dieses Jahr hat man einmal mehr an dem Beispiel der Weihnachtsmärkte gesehen, dass das nicht möglich war, zu oft versäumt wurde. Der OB kann solidarisch und ein Vorbild sein, zum Beispiel keine großen Feierlichkeiten, Reisen und so weiter veranstalten. Und er kann Spielräume aus dem Infektionsschutzgesetz oder der Corona-Schutzverordnung für kommunales Handeln nutzen. Für eine aus Sicht des OBs notwendige Stellungnahme gegenüber dem Land brauchte er dann plötzlich den Stadtrat. Einen Tag vor der Beratung, eigentlich beschließenden Beratung im Gesundheitsausschuss. Das ist wie, als würde er vor dem brennenden Haus stehen und den Stadtrat um Zustimmung zum Einsatz der Feuerwehr fragen. Etwas anderes, was man kommunal und als Oberbürgermeister tun kann, ist das Personal einzusetzen. Und das ist durchaus keine Kritik an den Menschen im Gesundheitsamt und in allen anderen Bereichen, die hier mit der Pandemiebewältigung beschäftigt sind, sondern an der Organisation. Denn es braucht eben mehr als einfach eine bestimmte Anzahl Menschen, sondern es kommt darauf an, sie zu motivieren, sie arbeitsfähig zu machen, anzuleiten, Teams zu bilden. Man kann auch die Stadtverwaltung Homeoffice-fähig machen. Auch das war scheinbar nicht gewährleistet, dass das im Herbst jetzt wieder ohne Probleme nötig war. Man kann die Sicherheit von Schulen und Kitas erhöhen. Luftfilter. Manche Kommunen haben schon im letzten Jahr Luftfilter angeschafft. Freie Schulen in Dresden haben sie im ersten Lockdown bestellt. Wir haben sie jetzt bestellt. Man kann das Impfmanagement, und auch das haben wir in unserem ersten Antrag bereits gefordert, unterstützen. Inzwischen sind Fördermittel dazu da. Man kann es besser kommunizieren, man kann es mehrsprachig kommunizieren, man kann noch besser an den Menschen dran sein. Und was gerade notwendig ist, man muss an der Seite oder noch besser vor der Zivilgesellschaft stehen, die sich gegen die sogenannten Querdenker, die von Nazis im Pandemiepelz angeführt werden, stellt. Vielen Dank heute für das Statement, aber ich muss sagen, das ist viel zu wenig und das ist viel zu spät.
Andere Bürgermeister machen es im Moment in Sachsen vor unter noch schwierigeren Bedingungen. Was festzustellen bleibt, kommunales Handeln kann nicht nur einen Unterschied machen, es muss einen Unterschied machen. Unser Antrag wollte und will einen Beitrag dazu leisten. Tun aber muss es der Oberbürgermeister und damit Motivator, Organisator, Kommunikator und Vorbild für die Stadtgesellschaft sein. Und tun können wir alle etwas. Impfen, Abstand halten, Maske tragen, und zwar über Mund und Nase, und die Kontakte reduzieren. Zu den Änderungsanträgen würde ich dann gern im Anschluss noch etwas sagen. Vielen Dank. So, ich frage ab, ob die Änderungsanträge eingebracht werden sollen. CDU? Später in der Fraktionsrunde nehme ich mal den Zeichen. Dissidentenfraktion? In der Runde SPD? In der Runde. Dann beginnen wir mit der Runde. AfD beginnt. Bitte schön, Herr Lomme. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Bürger, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, der Stadtrat verhandelt darüber, wie die kommunale Ebene einen weiteren Beitrag zur Eindämmung der Coronavirus leisten kann. In einem Abstimmungsmarathon wurden bis in die Verästelungen im Gesundheitsausschuss verschiedene Forderungen von verschiedenen Anträgen gestrichen, verändert, ergänzt. Einige wesentliche Punkte möchte ich eingehen. Das erste ist, war der Wunsch auf ein weiteres Begleitteam, eine Lenkungsgruppe. Dazu ist zu sagen, dass wir wöchentlich im Ältestenrat, dann im Gesundheitsausschuss und in vielen anderen Ausschüssen das Thema besprechen. Es wird darüber getagt. Eine weitere Tagung, weitere Gruppen hat sich dadurch für mich den Nutzen nicht ersetzt. Vernünftig war die Durchführung von Sitzungen mit technischen Hilfsmitteln, das heißt von der Ferne Computer. Da ist es eigentlich schade, dass wir immer noch nicht so weit sind, dass wir das durchführen können. Da wird es Zeit, dass wir das hinkriegen als Industrienation. Der dritte Bereich ist die Unterstützung von Impfen oder anders ausgedrückt Impfen, Impfen, Impfen. Ich persönlich habe mich gegen den Ärztlichen Rat, Fachrichtung Onkologie, Innere Medizin, dennoch impfen lassen, also wurde mir empfohlen, ich soll das für mich persönlich nicht machen, ich habe es dennoch gemacht. Ich will darüber jetzt auch nicht groß sprechen, warum, aber mir ist es sehr wichtig zu sagen, letztendlich ist man selbst verantwortlich, welche Entscheidung man trifft für oder gegen das Impfen. Es gibt durchaus Gründe, die dagegen sprechen, dass Impfen allein glücklich selig machende ist, dass unsere Pandemie beseitigt wird. Es ist bekannt, dass das Impfen an Wirkung nachlässt nach gewissen Zeiten. Nach einer israelischen Studie nach 6 Monaten nur noch 16%. Schließlich ist auch noch nicht klar, wie weit die neuen Mutationen den Schutz der bisher vorhandenen Impfstoffe auch wirksam zulässt. Auch das wird sich zeigen. Aus den oben genannten Gründen, ich will das nicht vertiefen, ist es unverantwortlich, wenn wir den Geimpften in Sicherheit wiegen, das Virus sei nicht übertragbar. Die Lösung heißt da für mich testen, testen, testen. Und zwar für Geimpfte und für Nichtgeimpfte. Wenn ich mir vom Staat bezüglich der Pandemiebekämpfung eines wünschen dürfte, wäre es, dass Tests finanziell für jedermann kostenlos in großen Mengen zur Verfügung wäre. Das wäre für mich eine gute Maßnahme, die Pandemie zu bekämpfen. Ich bin auch einverstanden, dass die Verpflichtungen zu regelmäßigen Tests gibt. Die allgemeine Impfpflicht, die ich persönlich kommen sehe, lehne ich aus den vorhin genannten Gründen und aus vielen weiteren Gründen ab. Die Unterscheidung muss lauten, Gesunde können und sollen in allen Sachen teilnehmen und Kranke, Infektiöse müssen erst wieder gesunden und können dann wieder mitmachen. Daher die Unterscheidung nicht zwischen Geimpften und Nichtgeimpften, sondern zwischen gesund und krank. Die verschiedenen Anträge haben dies in ihrem Fokus zu wenig berücksichtigt und sehen wohl im Impfen das alleinige Glück und den Schlüssel zu empfangen. Ich sehe in mindestens zusätzlichem Testen. Vielen Dank. Wir setzen fort in der Fraktionsrunde. Fraktion Die Linke, Herr Scholbach. Herr Oberbürgermeister,
meine Damen und Herren, werte Gäste, lassen Sie mich hier im Stadtrat in der letzten Sitzung dieses schweren Jahres mit einem Dank beginnen. Mein großer Dank gilt all jenen Menschen, die sich Tag für Tag an die Regeln halten, die Maske tragen, auch wenn es lästig ist, die Einschränkungen akzeptieren, auch wenn es auf Dauer ziemlich belastend ist, die nicht unerhebliche Entbehrungen auf sich nehmen, auch wenn das manchmal ganz schön schwer ist. All das ist gelebte Solidarität. Diese Menschen stehen mit ihrem Handeln aktiv für Gemeinsinn ein. Sie leisten einen enorm wichtigen Beitrag für das gesellschaftliche Zusammenleben. Und dafür gebührt Ihnen unser aller Dank. Leider gibt es aber auch Gruppierungen, die aus dieser schwierigen Lage parteipolitisches Kapital zu schlagen versuchen, indem sie Gefahren verharmlosen, wissenschaftliche Erkenntnisse negieren, Halbwahrheiten streuen, staatliche Institutionen verächtlich machen, Verantwortungsträger verunglimpfen und diese einzuschüchtern versuchen. Der Staat hat deren Treiben viel zu lange weitgehend untätig zugeschaut. Und ich finde, es wurde Zeit, dass er am gestrigen Tag endlich eine dringend nötige und längst überfällige Reaktion gezeigt hat. Denn Demokratie muss auch wehrhaft sein und ihren Feinden die Stirn bieten. Nicht nur, aber gerade in diesen schwierigen Zeiten braucht es Vertrauen. Vertrauen der großen Mehrheit der Menschen in die Handlungsfähigkeit des Staates. Die Verantwortungsträger sind aber leider dabei, dieses Vertrauen durch eine Vielzahl zum Teil gravierender Fehler zu verspielen. Da werden etwa zum Ende des Sommers alle Impfzentren dicht gemacht, um sie einige Wochen später in hektischen Notaktionen wieder aus dem Boden zu stampfen. Da wird auf allen Kanälen dringlichst dazu aufgerufen, sich boostern zu lassen. Und wer das dann machen wollte, der durfte zum Dank stundenlang bei Wind und Wetter in der Schlange stehen. Da wird von den Verantwortlichen wochenlang hoch und heilig versprochen, die Weihnachtsmärkte finden statt. Und nachdem dann alles aufgebaut ist, heißt es, die Buden bleiben zu. Da wird monatelang in etlichen Gremien über den heutigen Antrag zur Pandemiebekämpfung beraten und wenige Stunden vor der entscheidenden Sitzung des Gesundheitsausschusses kommt der Oberbürgermeister mit einem dreiseitigen Ersetzungsantrag um die Ecke. Und er schlägt Maßnahmen vor, die er als Chef der Verwaltung nach anderthalb Jahren Corona längst hätte anpacken können und müssen. Da denkst du, du bist im falschen Film. Und ich will es klipp und klar sagen, meine Damen und Herren, wer die Verantwortung hat, ist in der Pflicht, diese auch wahrzunehmen. Weniger Schaufensteranträge, mehr Tatkraft und Entschlossenheit. Das ist die berechtigte Erwartung der Dresdnerinnen und Dresdner. Meine Damen und Herren, und deshalb wird der Stadtrat heute die erforderlichen Beschlüsse fassen. Er wird Herrn Hilbert die nötigen Arbeitsaufträge erteilen und ein deutliches demokratisches Zeichen für die weitere Bekämpfung
der Corona-Pandemie setzen. Vielen Dank. Wir setzen fort in der Fraktionsrunde und ich darf für die SPD Frau Frohwieser reden. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Stadträtinnen und Stadträte, werte Gäste im Stream und die wenigen im Saal. Vor genau einem Jahr stand ich schon einmal hier und sprach zum Doppelhaushalt. Unter dem Eindruck eines Inzidenzwertes in unserer Stadt von 400, von 5 weiteren Menschen, die am Tag zuvor an Corona gestorben waren und von 0 freien Plätzen auf den Intensivstationen. Heute haben wir eine 7-Tage-Inzidenz von 767. Seit Wochen sind die Intensivstationen voll und Patienten müssen auch aus unserer Stadt in andere Bundesländer, gar in andere Länder ausgeflogen werden. Heute sind es bereits 1.381 Dresdnerinnen und Dresdner, die an Corona gestorben sind. Bereits 15% der Dresdnerinnen machen gerade oder haben eine Corona-Infektion durchgemacht. Und die Belastungen, die das zum Beispiel gerade für Familien bedeutet, sind unvorstellbar. Wenn wir uns hier im Rat zu Wort melden, Forderungen stellen, Anträge schreiben, auch Führungsversagen kritisieren, heißt es jetzt, das sei nur Wahlkampfgetöse. Vor einem Jahr hieß es noch, das seien Hinterbänkleräußerungen. Und im Sommer der Vorwurf, es würde jetzt wegen des Bundestagswahlkampfs nicht genug getan. Da müssen wir uns alle, müssen Sie sich schon auch mal entscheiden. Aber vor allen Dingen auch, Herr Oberbürgermeister, tun Sie endlich das, was Ihre Aufgabe ist. Und bitte und sehr gern tun Sie es mit uns gemeinsam. Im Oktober vergangenen Jahres hat meine Fraktion eine ganze Reihe von kommunalen Maßnahmen zur Corona-Bewältigung gefordert. Manches, wie das Thema Luftfilter für Schulen und Kitas, fangen wir in Dresden jetzt an. Die ersten Luftfilter werden geliefert. Jetzt sind wir wieder, wie im Herbst 2020, sehenden Auges in einen katastrophalen Personalmangel im Gesundheitsamt gelaufen. Bis im November das Gesundheitsamt vor der riesigen Zahl an Infektionen kapitulieren musste. Jetzt lobt sich die Stadtverwaltung dafür, dass sie die Vorgabe des Landes von 80% Kontaktaufnahmen sogar übererfüllen würde. Nein, das tut sie nicht. Wir schaffen es jetzt, dass alle oder die meisten Infizierten einen Absonderungsbescheid bekommen. Aber das ist doch nicht das, was verunsicherte Menschen an Kontaktaufnahme in so einer Pandemie benötigen. Bereits damals haben wir eine konsequente Überprüfung der Hygieneregeln und der Einhaltung der Vorschriften gefordert. Noch im November, Anfang November, haben wir darüber diskutiert, ob dafür das Ordnungsamt überhaupt zuständig oder befähigt sei. Wir forderten damals die Stadtverwaltung und später dann auch hier im Rat zu einer gemeinsamen Lenkungsgruppe auf, um über solche möglichen Maßnahmen zu beraten. Im Januar hatten wir dann hier im Rat dazu eine Debatte zum Antrag für einen Corona-Ausschuss, die den Namen Debatte eigentlich nicht verdiente. Da wurde gebrüllt, da wurde beleidigt, da wurde unsachlich und an vielen Stellen auch wirklich falsch argumentiert. Und Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen, glauben bis heute, dass hier dieser Stadtrat, dieses Gremium wäre das Richtige für eine solche Diskussion. Wir haben im Gesundheitsausschuss den Versuch nochmal unternommen, ein solches Arbeitsgremium auf den Weg zu bringen. Ganz ehrlich, der Ältestenrat, wo alle spätestens nach einer Stunde in den nächsten Ausschuss müssen, der ist es nicht. Das ist abgelehnt worden, das müssen wir akzeptieren. Aber umso mehr verwundert es mich dann, wenn manche doch jetzt auch sehr laut und heftig geäußerte Kritik am Oberbürgermeister, die ich stellenweise ja durchaus teile, geäußert wird in dieser Art und Weise, wenn man eben nicht gleichzeitig bereit ist, sich in so ein Arbeitsgremium einzubringen. Und natürlich können wir im Gesundheitsausschuss über die medizinischen Folgen von Corona sprechen und wir können im Verwaltungsausschuss über Kontrollen des Ordnungsamtes sprechen und wir können im Bildungsausschuss über Luftfilter sprechen und wir können im Jugendhilfeausschuss über soziale Folgen sprechen. Aber zu einer sinnvollen gemeinsamen Pandemiefolgenbewältigung kommen wir so nicht. Und da würde mich beispielsweise schon interessieren, wenn der Herr Oberbürgermeister in seinem Ersetzungsantrag vorgezogene Weihnachtsferien fordern wollte, ist das eigentlich eine Forderung des Gesundheitsamtes? Ist dazu das Jugendamt einmal gefragt worden nach seiner Bewertung? Oder das Stichwort Impfungen, das ist gerade schon angesprochen worden. Die Sozialministerin Petra Köpping wollte im Sommer keine Schließungen von Impfzentren. Sie wollte die Impfzentren in den Stand-by-Modus versetzen. Das fand in der Regierung keine Mehrheit. Aber wo war denn da der Aufschrei der Kommunen? Wo war denn da die Unterstützung der Kommunen? Warum hat es denn zum Beispiel die TU Dresden als einer der größten Arbeitgeber in dieser Stadt geschafft, für ihre Beschäftigten, für ihre Studierenden Impfangebote schon seit Oktober zu organisieren? Die Landeshauptstadt schafft es erst jetzt.
Der Gesundheitsausschuss hat zumindest in sehr großen Teilen sich unserer Initiative angeschlossen und ich finde, eine Beschlussempfehlung vorgelegt mit vielen Punkten heute, die sehr wichtig sind. Darüber bin ich zumindest ganz froh. Sie enthält zum Beispiel den Auftrag, in allen Stadtbezirken kommunale Impfangebote zu unterbreiten. Und bei aller Kritik, auch am Krisenmanagement des Oberbürgermeisters, die auch darin enthalten ist, ich hoffe, wir verstehen das alle miteinander jetzt als Signal, es gemeinsam anzugehen. Die SPD-Fraktion steht dafür und dankt allen, die das solidarisch jetzt auch schon tun. Und Herr Oberbürgermeister, wenn Sie mir noch eine Minute für den Änderungsantrag geben, muss ich mich da nicht nochmal melden. Ich glaube, ich schaffe es auch in einer halben. Wir haben einen ganz kleinen Ergänzungsantrag heute noch eingereicht zum Punkt 3i der Beschlussempfehlung. Dort geht es um die kommunalen Impfangebote. Da sollten wir natürlich auch noch die entsprechende Finanzierung bereitstellen. Der Freistaat hat dafür ja für die Stadt 4 Millionen zugesichert. Und wir wollen es absichern, dass wir das formal auch zunächst erstmal in Vorleistung tun können. Herzlichen Dank. Wir kommen zur nächsten Fraktion, FDP-Fraktion. Herr Blödner, bitte schön. Ja, sehr geehrter Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen. Coronavirus weiter eindämmen. Niedrig-Inzidenz-Strategie für Dresden. So der Titel des vorliegenden Antrags aus dem Juli diesen Jahres. Eigentlich sagt der Titel schon, dass es sich erledigt hat. Bereits mehrere stundenlange Debatten wurden in diversen Sitzungen des Gesundheitsausschusses geführt. Meist war der Inhalt zum Zeitpunkt der Diskussion bereits wieder überholt. Das Pandemiegeschehen war schneller. Es wurde versucht nachzuarbeiten, es wurde wieder vertagt. Final sollte es dann beim letzten Gesundheitsausschuss beschlossen werden. Nachdem die einreichende Fraktion und auch der Gesundheitsausschuss über 4,5 Monate keine tragfähige Beschlussfassung zustande gebracht haben, gab es die freundliche Unterstützung des Oberbürgermeisters, mal aufzuzeigen, welche Möglichkeiten bestehen und zulässig sind. Bis die CDU auf die Idee kam, da lieber auch noch mal eine Runde zu drehen, und wieder hat sich der Inhalt heute überholt. Als FDP-Fraktion sind wir von der Debatte nur noch genervt. Wahrscheinlich wäre es im Sinne des Infektionsschutzes auch besser, die Debatte nicht zu führen. Der Mehrwert wäre größer als das, was heute bei rauskommen wird. Seien wir doch mal ehrlich beim Thema. Bereits im Sommer war mit der neuen Delta-Variante klar, dass man sich impft oder an Covid erkranken wird. Wir haben auf der einen Seite Geimpfte, geschützt vor schwerer Erkrankung, deutlich seltener und weniger stark infektiös, sollte es sie doch mal erwischen und sie leichter erkranken. Diese Menschen sind doch wirklich nicht mehr bereit, sich für Ungeimpfte, die Krankenhäuser überlasten, weiter einzuschränken. Auf der anderen Seite haben wir Ungeimpfte, die zu einem großen Teil den Sinn der Impfung nicht verstanden haben oder glauben, dass es sie nicht trifft. Die werden auch die Maßnahmen nicht wirklich akzeptieren, zumindest so lange, bis sie ins Krankenhaus eingeliefert werden. Und wie damit insgesamt umzugehen ist, sind Bund- und Landesentscheidungen. Und dort wurden auch die entscheidenden Fehler gemacht. Und diese können wir als Stadt nicht reparieren. Und die Rahmenbedingungen gibt uns die Pandemie vor. Die Stadt kann da nicht besser oder schlechter durchkommen und hat nur kleine Stellschrauben. Wer etwas anderes behauptet, hat nach fast 2 Jahren Pandemie scheinbar immer noch nicht verstanden, was wie zusammenhängt. Was waren die Fehler? Wir haben eine zu geringe Impfquote in Sachsen, die Impfzentren waren nicht auf Standby, wir haben zu spät mit den Boostern begonnen, die Krankenhäuser sind auf die Menge an Patienten nicht vorbereitet. Wir haben letztlich eine zu große Anzahl an Erkrankten gleichzeitig. Das hätte sich letztlich besser verteilen müssen. Dresden hat im Sachsen-Vergleich sogar noch eine verhältnismäßig hohe Zahl an Geimpften, entsprechend auch eine eher niedrigere Inzidenz als die Umlandgemeinden. Der Oberbürgermeister, Gesundheitsbürgermeisterin und Gesundheitsamt haben da auch sehr vieles in den vergangenen Monaten ermöglicht. Mit dem breiten Angebot an Teststationen, die mobile Impfaktionen und immer wieder beim Land dafür geworben, mehr in das Impfen zu investieren. Es ist auch klar, dass bei Inzidenzen über 100 eine Kontaktverfolgung nicht mehr möglich ist. Die Änderungen zur Information durch die Erkrankten selbst sind sinnvoll und richtig. Aus unserer Sicht sogar eher zu spät. Wer da immer noch eine Aufrechterhaltung der Kontaktverfolgung danach ruft, scheint jegliche Realitäten auszublenden. Keine Organisation der Welt kann inklusive Einarbeitung und Ähnlichem in 2-3 Wochen die Kapazitäten mal eben verzehnfachen. Zumal es ja auch keinen Sinn mehr ergibt, da es bei den aktuellen Inzidenzen Infektionsketten schlicht nicht mehr nachvollziehbar sind.
Die Stadträte, die hier dauernd mehr Personal für das Gesundheitsamt fordern, sind dann dieselben, die sich wundern, dass andere städtische Aufgaben nicht mehr ausreichend bearbeitet werden, weil dort das Personal fehlt. Stattdessen haben wir einen Ministerpräsidenten, der lieber in jede Talkshow geht, im Zweifel auch in jeder Talkshow was anderes erzählt und alle drei Tage seine Meinung ändert. Kein Wunder, dass das Chaos beim Land endete. Kein Wunder, dass es im Chaos im Land endet und sich verpasste Möglichkeiten mit schlechten Regelwerken abwechseln. Da kann man eigentlich die Stadtverwaltung nur bewundern, wie sie damit immer wieder aufs Neue reagiert und umgeht. Bei all dem Wissen zur Pandemie gibt es eine Grundsatzentscheidung, Schulen und Kitas immer, was komme, was wolle, offen zu halten. Nicht falsch verstehen, inhaltlich ist das richtig, aber das ist der entscheidende Treiber der Infektionszahlen. Das haben die vorherigen Wellen und Lockdowns, als auch Ferien und aktuelle Inzidenzen gezeigt. Damit nehmen wir bei dem Anteil der Ungeimpften in Sachsen ganz bewusst die hohe Inzidenz und Krankenhauslast in Kauf. Diese Erkenntnis sollte man sich immer wieder bewusst machen. Dann darf man aber nicht so tun, dass man mit anderen Maßnahmen das ausgleichen kann. Vor allem Maßnahmen, die keinen Effekt bringen, nur Existenzen kosten und zu massivem Unmut führen. Sei es geschlossene Museen, geschlossene Weihnachtsmärkte, die outdoor ohne Risiko durchgeführt werden könnten. Jetzt treffen sich die Menschen indoor. Geschlossene Hotels, die nun wirklich keine engen Kontakte hervorbringen. Und warum ausgerechnet Reisebüros plötzlich schließen müssen, ist auch völlig unklar. Das sind Regelwerke ohne Sinn und Verstand, die an diesen Stellen keinen Bezug zur Reduktion der Risikokontakte und Fallzahlen leisten, lediglich Aktionismus symbolisieren. Vieles wäre weiter möglich ohne negative Entwicklungen auf die Fallzahlen. Die jetzt deutschlandweit parallel sinkenden Inzidenzen bestätigen dies, da es gleichfalls in Bundesländern sinkt, die auf solche unnötigen Regeln und Verbote verzichtet haben. Und die dafür verantwortlichen Regierungsparteien im Landtag aus CDU, Grünen und SPD versuchen dann, ihr Schauspiel hier auszuführen, abzulenken und auf die Stadtverwaltung und den Oberbürgermeister zu zeigen, um die eigene Verantwortung zu überdecken. Die Fehler wurden im Sommer und Herbst gemacht, insbesondere bezogen auf das Impfen. Jetzt haben wir Schritt für Schritt zurückgehende Fallzahlen. Die Ferienzeit wird es nochmal unterstützen und hoffentlich in 3-4 Wochen auch wieder bessere Situationen in den Krankenhäusern führen. Mit dieser Situation müssen wir entsprechend umgehen. Irgendetwas anderes zu suggerieren ist unehrlich. Aber Verbote, die nicht zum Absinken der Fallzahlen beitragen, müssen schnellstmöglich aufgehoben werden. Ich komme zum Schluss. Zurück zum Antrag auf die Beschlussempfehlung des Gesundheitsausschusses schauen, ist wieder ein buntes Potpourri aus Maßnahmen herausgekommen, die weiterhin kaum Mehrwert bieten oder bereits gemacht werden. Als FDP-Fraktion unterstützen wir alle Maßnahmen zur Unterstützung in den Kliniken und zur Erweiterung von Impfangeboten. Das wird aber glücklicherweise auch unabhängig von dem vorliegenden Antrag gemacht. Alles Weitere macht keinen Unterschied, ob wir es hier beschließen oder auch nicht. Dankeschön. Als Nächster für die Dissidentenfraktion, Herr Schmelich. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, werte Kolleginnen und Kollegen, liebe Dresdnerinnen und Dresdner. Planlos, unentschlossen, widersprüchlich, fantasielos, aber immer ein Stückchen zu spät. Das könnte die Überschrift des Dresdner Corona-Managements sein. Hinzugefügt werden könnte noch, dass es dann noch dieses Verantwortungsmikado mit dem Bund und dem Freistaat gegeben hat, so frei nach dem Motto, wer sich zuerst bewegt, verliert. Ja, Verlierer gibt es in dieser Pandemie eine ganze Reihe. Die Bürgerinnen und Bürger, Handelstreibende, Gastronomen, Kinder und Jugendliche, Schüler und Eltern, aber ganz besonders auch alte Menschen. Wie unwürdig war es, wie vor wenigen Wochen noch, als viel zu spät die Boosterung der Menschen angefangen worden, ihnen zugemutet wurde, in langen Schlangen anzustehen. Es ist doch paradox, dass in Sachsen Demonstrationen verboten sind mit mehr als 10 Menschen, aber staatlich verordnet in Schlangen mit 100 darf man anstehen. Auch dies ist ein Managementfehler. Natürlich wird man wieder sagen, ja, das ist ja eigentlich Sache des Landes, aber so geht es ja auch schon seit Beginn der Pandemie. Vulnerable Gruppen wurden unzureichend geschützt. Im Sommer des vergangenen Jahres musste ich mir im Gesundheitsausschuss anhören, dass
zum Testen alter Menschen es deshalb nicht kommt, weil dafür ein Kostenträger gefehlt habe. Und ich sage nochmal, in der zweiten Welle im vergangenen Herbst hatte in Dresden mehr Menschen zu beklagen, die an Corona verstorben sind, als alle anderen deutschen Großstädte. 90% von ihnen waren übrigens über 60 Jahre alt. Danach versteckte man sich hinter der irrigen Auffassung, Schulen seien kein Pandemietreiber. Schutzmaßnahmen wurden faktisch nicht ergriffen. Wirksame Maßnahmen wie zum Beispiel die mobilen Luftfilter wurden zwar diskutiert, heruntergeredet, diskreditiert und am Ende in Ministückzahlen angeschafft. Ja, in der Pandemie, so hören wir immer, musste man auf Sicht fahren. Darunter hat dieses Land, diese ganze Bundesrepublik gelitten. Aber in Dresden hatte man einfach den Eindruck, dass nicht auf Sicht gefahren wurde, sondern sich hierbei eher um einen Blindflug gehandelt hat. Zwischendurch, und darauf verweise ich, und das ist wenige Monate her, konnte unwidersprochen die Verwaltung im Gesundheitsausschuss uns erklären, die Pandemie sei in absehbarer Zeit vorbei, weil schließlich ja im Grunde genommen die Impfquoten immer größer würden. Ohne uns allerdings eine Antwort darauf geben zu können, wie viele Menschen eigentlich geimpft sind. Wir wussten das nicht und wir wissen es bis heute nicht. Eins wissen wir aber, dass wir in Dresden im Gegensatz zu vielen anderen Städten eine viel zu niedrige Impfquote haben und die Warnungen der Epidemiologen und Virologen, die bereits im Sommer zu hören waren, diese Warnungen wurden, wenn nicht in den Wind geschrieben, so zumindest nicht beachtet. Auch dies schlägt sich nieder in der viel zu spät begonnenen Kampagne des sogenannten Boosterns. Auch 2 Jahre nach Beginn der Pandemie fehlen uns ganz wichtige Daten. Wir wissen zum Beispiel, wie gesagt, nicht, wie viele Menschen in Dresden geimpft sind. Aber vor allen Dingen fehlt es offensichtlich an fantasievollen Möglichkeiten, auch die Menschen dazu zu bewegen. Wir diskutieren immer über Pflichten und wir diskutieren sozusagen bürokratisch über diese Dinge. Ich habe in Dresden wirkungsvolle Impfkampagnen auch zu bestimmten Zielgruppen bisher nicht gesehen. Und dies ist ein weiteres Versäumnis. Allerdings kann man auch im Grunde genommen feststellen, dass sich dieser Stadtrat auch selbst mit seiner Zuständigkeitserklärung, und das ist auch gerade im Beitrag des Kollegen Blödner deutlich geworden, nicht gerade mit Ruhm bekleckert hat. Ein Corona-Lenkungsausschuss wurde abgelehnt. Der Antrag, über den wir heute entscheiden, ist aus Juli dieses Jahres. Auch dies ist nicht von der Verwaltung alleine verzögert worden. Also auch der Stadtrat trägt ein Stückchen weit ein Schulterrand. Abschließend. Die Pandemie ist definitiv nicht vorbei. Und ich kann nur Sie, Herrn Hilbert, auffordern, ziehen Sie aus den zahlreichen Fehlern und Pannen der Vergangenheit Konsequenzen. Das sind Sie, den Bürgerinnen und Bürgern dieser Stadt, aber vor allen Dingen auch den vielen Menschen, die in Krankenhäusern, im Gesundheitsamt, ja auch in der Friedhofsverwaltung und in den Pflegeheimen versuchen, diese Krise zu bewältigen, einfach schuldig. Vielen Dank. Als nächste Rednerin für die Freien Wähler, Frau Dagen. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kollegen, dieser Ursprungsantrag ist wirklich typisch grün. Es erscheint den Grünen eben nicht ausreichend, Kommunalpolitik zu machen, also gute, sachbezogene, ideologiefreie Politik. Es muss wie immer die Rettung der ganzen Welt sein. Und so ist es diesmal eben nicht das Weltklima. Diesmal stoppen wir die weltweite Pandemie, vorerst in Dresden.
Und Sie beauftragen den Oberbürgermeister also zur Gesundheitsvorsorge und meinen damit, Zitat, als Ziel des Handelns alle relevanten Akteure der Stadtverwaltung die Sicherung der aktuellen Öffnungsschritte durch niedrige Fallzahlen und größtmögliche Rückverfolgbarkeit von Infektionen mit dem Virus zu definieren. Ja, also ich meine schon, in dieser Formulierung tritt die Hybris dieses Antrages, besser des Denkens, welches diesem Antrag zugrunde liegt, zutage. Ihnen geht es eben nicht darum, den Bürgern dieser Stadt durch eine schwierige Zeit zu helfen. Nein, Sie wollen die bessere Landesregierung, die bessere Bundesregierung, mindestens aber die bessere Stadtverwaltung sein. Und am liebsten würden Sie dem Oberbürgermeister jeden einzelnen Schritt seines Handelns diktieren. Da die Dresdner also so sorglos sind, würden sie gerne noch mehr verbieten, noch mehr einschränken und am allerliebsten noch mehr kontrollieren. Schon unsere Gesundheitsministerin Köpping, vielleicht erinnern Sie sich, sprach davon, dass einfach alles untersagt ist. Betreutes Denken, betreutes Handeln, das ist der Kern Ihres Anliegens. Und dieser Antrag aus dem Juli diesen Jahres wurde von der Zeit und von der Realität ja nun doch überholt. Anstatt ihn zurückzuziehen, haben Sie starrsinnig daran festgehalten und sind in den Ausschüssen kläglich damit gescheitert. Und nun haben wir die absurde Situation, dass der Oberbürgermeister diesen Antrag durch eigene Ideen, durch eigene Vorschläge komplett ersetzen will. Und das Absurde an diesem Ersetzungsantrag ist, dass alles, was darin vorgeschlagen wird, jederzeit und schon jetzt und hier und heute von ihm vollzogen werden könnte. Zitat: Alle notwendigen personellen und finanziellen Ressourcen sind zur Bekämpfung der pandemischen Lage innerhalb der Stadtverwaltung zur Verfügung zu stellen. Finanzielle Mehrbedarfe, die daraus resultieren, sind dem Stadtrat anzuzeigen und gegebenenfalls zu beschließen. Warum, Herr Hilbert, die Frage stelle ich an Sie, soll bzw. muss denn das der Stadtrat beschließen? Stellen Sie etwa nicht schon jetzt alle notwendigen personellen und finanziellen Ressourcen innerhalb der Stadtverwaltung bereit? Oder warum soll denn der Stadtrat einen Lockdown fordern? Liegt es vielleicht am fehlenden Mut bei Ihnen oder wollen Sie eben auch wie immer wieder in der Bundespolitik vorgeführt, wenn etwas Unangenehmes zu tun ist, mit dem Finger auf andere zeigen? Sie sind als Oberbürgermeister gewählt. Und ich glaube, Sie wollen wiedergewählt werden. Und das eben nicht nur von diesem Stadtrat, sondern von allen Dresdnern. Dies, um Verantwortung zu übernehmen und nicht diese auf andere abzuwälzen. Sowohl der Ursprungsantrag als auch die Ersetzung durch den OB sind geprägt vom Geiste eines autoritären Staates, der laut Sloterdijk seine Samthandschuhe abstreift, der also glaubt, er müsse unmündige, sorglose Bürger unter Druck setzen, Zwang ausüben und Freiheitsrechte einschränken. Für unseren gegenwärtigen Kanzler Scholz gar gibt es im Rahmen der Pandemiebekämpfung keine roten Linien mehr. Sprechen so Demokraten, frage ich Sie? Und ob sich die noch im letzten Jahr so heftig beklatschten Pflegekräfte über die unter Punkt 3e avisierte übermittelte Anerkennung des Stadtrates dieses angesichts der restriktiven Impfpflicht für jene freuen, nun auch das sei dahingestellt. Freiheit und Vertrauen sind für Sie alle offenbar Fremdworte. Wir als Fraktion Freie Wähler halten es da mit Franklin, der schon 1755 formulierte, diejenigen, die die wesentliche Freiheit aufgeben würden, um ein wenig vorübergehende Sicherheit zu kaufen, verdienen weder die Freiheit noch die Sicherheit. Was wir brauchen, meinen wir, ist Zusammenhalt, Zuversicht und vor allen Dingen Lebensmut, der vielen im Rahmen dieser totalitär anmutenden Maßnahmen verloren gegangen ist. Nichts davon findet sich in diesen Anträgen und deshalb werden wir diesen auch nicht zustimmen. Vielen Dank. Als nächstes kommen wir zur CDU-Fraktion und ich darf Herrn Böhm nach vorne bitten. Sehr geehrter Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich muss erst mal sacken lassen gerade. Ich möchte mich mal vielleicht so ein Stück weit zu Herrn Scholbach hinbewegen und meine Rede beginnen mit einem Dank. Aber ein Dank insbesondere an die Mitarbeiter des Gesundheitsamtes, die seit 2 Jahren hier einen tollen Job machen, mit allen Mitteln, die sie haben. Auch ein Dank
an die Mitarbeiter in Krankenhäusern, in den Pflegediensten und auch beim Bestattungswesen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, das sollten wir hier mal vorausstellen. Nun zum Antrag. Der Antrag hat eine lange Genese und wurde zu einer Zeit im Sommer gestellt, das wurde schon gesagt, als fast wir alle dachten, dass sich das Thema durch die Impfangebote von selbst erledigen würde. Der Antrag ging dann hin und her und wurde mehrfach geändert. In der letzten Stadtratssitzung wurde die Befassung vom Oberbürgermeister heruntergenommen und in die Sonderausschusssitzung zum Beschluss verwiesen. Kurz davor wurde uns vom OB ein umfangreicher Ersetzungsantrag und wenige Stunden vor der Sitzung von SPD und Grünen ein weiterer umfangreicher Ersetzungsantrag präsentiert. Aufgrund der umfangreichen Änderungen haben wir uns nicht in der Lage gesehen, ohne Rücksprache mit den anderen Fraktionsmitgliedern darüber zu beschließen und haben den Antrag daher erneut in den Stadtrat gehoben. Wir haben die Zeit genutzt und die Beschlussempfehlung des Gesundheitsausschusses intensiv beraten und werden ihn heute allen sinnvollen Punkten in diesem Antrag bzw. in der Beschlussempfehlung zustimmen. Auch wenn wir Zweifel haben, dass viele der geforderten Maßnahmen in der jetzigen Situation tatsächlich umsetzbar und geeignet sind, werden wir einem Großteil der Beschlusspunkte zustimmen. Denn eins ist klar, wir müssen jede Möglichkeit nutzen, um die jetzige Situation zu verbessern und eine fünfte Welle zu verhindern. Nicht zustimmen werden wir Punkten, die aus unserer Sicht die Verwaltung mit unnötiger Bürokratie und Berichtspflichten von der eigentlichen Aufgabe Pandemiebekämpfung abhalten. Dazu gehören weitere Berichtspflichten des Ordnungsamtes über Kontrollen, weil das erfolgt bereits wöchentlich, und weitere Berichtspflichten der DVB. Auch wird das erneute Halten der Beförderungsmittel ohne Haltewunsch von der DVB kritisch gesehen. In der jetzigen Zeit noch überall Informationen und Piktogramme anzubringen, halten wir nicht für umsetzbar. Deswegen werden wir diese Punkte ablehnen. Hingegen wollen wir, dass Ordnungsamt und Polizei sich nicht mit Auswertungen beschäftigt, sondern wir wollen, dass mehr kontrolliert wird. Nun wurde in der Presse diskutiert, dass wir durch die Hebung in den Stadtrat dringende Entscheidungen verzögert hätten und dadurch sogar Menschenleben riskiert hätten. Solche Vorwürfe weisen wir deutlich zurück. Aus unserer Sicht hätte der Oberbürgermeister alle, auch die von ihm in seinem Ersetzungsantrag geforderten Maßnahmen, längst umsetzen können. Dazu bedurfte es keines Stadtratsbeschlusses. Wir hätten allerdings erwartet, dass der Oberbürgermeister gemeinsam mit dem Stadtrat ein Zeichen setzt und frühzeitig die Dresdner zu mehr Impfen aufgerufen hätte. Wir hätten auch von der Verwaltungsspitze deutlich eher und umfangreicher die Bereitstellung von technischen Voraussetzungen für mehr Homearbeit und für Boosterangebote an das städtische Personal erwartet. Ebenso hätten wir mehr Konsequenz bei der Umsetzung von personeller Unterstützung des Gesundheitsamtes durch andere Geschäftsbereiche gewünscht. Und hierfür ist nicht nur der Oberbürgermeister allein, sondern auch der Bürgermeister für Finanzen und Verwaltung, Herr Dr. Lames, in der Pflicht. Ich würde beantragen, dass wir die Punkte 3a, b und k separat abstimmen und die Änderungen, wie gesagt, bei Punkt 1b hatte ich jetzt mit eingebracht, dass wir dort möchten, dass es heißen soll, die Kontrollen des Ordnungsamtes und der Polizei auszuweiten. Danke. Soweit erstmal die Fraktionsrunde. Weitere Wortmeldungen angezeigt, Herr Gilke. Herr Oberbürgermeister, verehrte Stadträte, liebe Dresdner, Corona ist eine Krankheit, die existiert. Ja, da sind wir uns einig. An Corona kann man sterben. Ja, da sind wir uns auch einig. Und danach endet bereits die Gemeinsamkeit der Betrachtung dieser Krankheit, dieser Pandemie. Am 26. April 1986 ging Tschernobyl hoch. Damals Heiner Geißler, Bundesgesundheitsminister, in der Ansprache an das deutsche Volk, hat beruhigend eingewirkt. Er hat keine Katastrophe an die Wand gemalt. Er hat gesagt, Leute, entspannt euch, sinngemäß. Passiert das mit der Corona-Pandemie? Nein, ganz im Gegenteil. Wir hören immer wieder, wie katastrophal das ist, wie schlimm das ist und wie brutal das ist. Aber betrachten wir doch mal einiges. Wir haben heute schon gehört von den Toten. Wurden diese Toten obduziert? Nein. Kann man wirklich sagen, dass es diese Krankheit war? Nein, es wird aber einfach mal behauptet. Die Hospitalisierung im Krankenhaus wegen Corona, da sagt man, das sind die Ungeimpften. Es gibt aber gar keine Werte dazu.
Das heißt also, wenn jemand sagt, auf dem Krankenhaus liegen die Ungeimpften, der weiß das gar nicht, der behauptet es einfach. Es gibt keine Daten, die dazu erhoben werden. Demzufolge wissen wir nicht, sind die Hospitalisierten geimpft oder ungeimpft. Man weiß es einfach nicht. Der aktuelle Inzidenz von Dresden 767. Erinnern Sie sich, liebe Dresdner, vor nicht allzu langer Zeit hatten wir mal 65, also 700 weniger. Damals hieß es, macht doch die Schulen zu. Wir haben jetzt 700 mehr und wir haben keine Leichenberge, obwohl der Herr Ministerpräsident aus Baden-Württemberg der Meinung ist, wir bräuchten extra Hallen für die Leichenberge, die wir haben in Sachsen. Haben wir aber nicht. Zum Glück. Oder auch absehbar. Wir haben aktiv heute, mit aktuellen, haben wir 10.261 aktive Corona-Fälle. Das klingt nach einer ziemlich großen Zahl. Wenn man mal Dresden betrachtet, ist es dann umgerechnet in Prozente 1,845%. Demzufolge sind 98,155% davon nicht betroffen. Aber was macht die ganze Aktivität von Bund und Land, was macht das mit ihnen? Menschen, die ohne Maske unterwegs sind, einige sind vielleicht Maskenmuffels, einige haben einen Attest, sie werden schief angeschaut. Es gibt einen Streit, es gibt einen Hass zwischen Menschen, die ungeimpft und geimpft sind. Was soll das? Warum? Das muss doch alles gar nicht sein. Und gehen wir mal jetzt zu diesem Antrag. Dieser Antrag soll Aktivität zeigen, soll Ihnen zeigen, liebe Dresdner, wir kümmern uns, wir tun was für Sie. Ja, was tut denn dieser Antrag? Aktivitäten sollen losgetreten werden, die schon längst losgetreten sind, die bereits aktiv sind. Demzufolge sind sie sinnlos. Darüber hinaus Luftfilter für Schulen. Das klingt ganz toll, klingt ganz fantastisch. Ich habe mich mal schlau gemacht bei der Verbraucherzentrale.de. Habe ich mal etwas darüber gelesen. Es war erschreckend, wie sinnbefreit diese Geräte eigentlich sind, wie viel die nicht bringen, was sie denn bringen sollen. Kosten aber ein Heidengeld. Und letztlich gesehen haben wir, jetzt habe ich den Faden verloren, Entschuldigung. Belassen wir es dabei. Ich denke, ich habe genügend Informationen gegeben. Denken Sie einfach mal darüber nach, was hier passiert. Ach ja, jetzt weiß ich es wieder. Und zwar, dieser Antrag soll unter anderem noch mit das Ordnungsamt stärken, damit schön kontrolliert wird. Sie tragen die Maske nicht richtig, da sollen Sie auch ordentlich Strafe dafür zahlen. Und bedenken Sie, die meisten sind gesund. 98,155% sind gesund. Vielen Dank. Als nächste Rednerin Frau Mühle und dann Herr Lichti. Herr Gilke, das ist schändlich und ich verwahre mich gegen das, was Sie hier gerade gemacht haben, weil das nämlich genau dieses Problem darstellt, weswegen wir hier ein Problem haben mit unserer Demokratie, ein Problem haben mit der Akzeptanz von Regeln, die dazu da sind, Menschen zu schützen. Und ich will das absolut zurückweisen, vor allem, wenn das aus Ihrer Fraktion kommt, wo nachgewiesenerweise Menschen mit denen zu tun haben, die Herr Hilbert heute in seinem Eingangsstatement ausdrücklich verurteilt hat. Es ist eine Katastrophe und ich hoffe, wir müssen uns das nicht mehr oft anhören. Ich möchte vielleicht noch mal zurückkommen auf den Kern, den unser Antrag eigentlich hatte. Das war nämlich, und ich habe das an verschiedenen anderen Stellen schon gesagt, dass Dresden sagt, wir haben ein Ziel. Ich vermisse ein Ziel, ich vermisse das übrigens auch bei der Landes- und Bundespolitik und ich bringe das auch an vielen verschiedenen Stellen an. Dieses Ziel zu sagen, wir wollen hier so niedrig wie mögliche Zahlen und dass sich Städte auch von ihrem Umfeld abkoppeln können, haben andere Städte in Deutschland gezeigt, die einen Krisenstab hatten, die einen OB hatten, der handlungswillig und durchsetzungsstark war. Und Herr Blödner, natürlich kann man nicht in 2 Wochen Personal aufstocken. Aber in 2 Monaten kann man es. Und deswegen haben wir diesen Antrag gestellt, als die Inzidenzen niedrig waren. Und alles, was in diesem Antrag steht, wäre auch heute noch richtig. Und das ist nur deswegen so verzögert worden, weil das lag nicht immer am Oberbürgermeister, das lag an den Fraktionen, die das ständig hier verwiesen, vertagt und anders abgewiesen haben. Und natürlich wollen wir dem OB nicht vorschreiben, was er machen soll, jedenfalls nicht immer. Wir möchten eigentlich gern, dass er das macht,
was wir für richtig und vor allem für wichtig für die Menschen in Dresden halten. Und ich will vielleicht jetzt am Ende, weil jetzt ist viel gesagt worden und es gibt viel Papier und viel verschiedene Anträge, auch nochmal sagen, was jetzt eigentlich beschlossen wird. Das ist einmal, wie schon oft jetzt gesagt, dass die personellen Ressourcen zur Verfügung gestellt werden, dass das Ordnungsamt kontrolliert. Die CDU möchte dort gern diesen Bezug auch zum Alkoholverbot raushaben. Kann man unterschiedlich bewerten. Ich halte kritisch, gerade in Bezug jetzt zu den Biergärten, die jetzt gerade die Weihnachtsmärkte ersetzen, kann man kritisch sehen. Fände ich gut, wenn auch dort 2G-Regeln eingehalten werden. Habe ich jetzt selber schon erlebt. Wir möchten kommunale Impfangebote. Wir möchten vor allem, dass mit hiesischen Apotheken Kontakt aufgenommen wird, dass das Testnetz vor allem dort in den Randgebieten von Dresden weniger weiße Flecken aufweist. Wir möchten eben nicht nur eine mündliche Anerkennung, sondern auch eine außertarifliche Zulagenzahlung an Personal des städtischen Klinikums und der Kultus GmbH und an weitere Mitarbeiterinnen, die mit dem Pandemiemanagement und der Pandemiebewältigung in Dresden befasst sind. Den Aufruf für Ehrenamtliche, für Mithelfer in Impfteams, im DHK und so ist jetzt schon vom Sächsischen Ministerium für Soziales gestartet worden mit einer großen Resonanz. Und wir möchten auch nochmal betonen, dass, sollte das wieder rechtlich möglich sein, die Voraussetzungen für sichere digitale Sitzungen endlich geschaffen werden müssen. In Leipzig ist das über die gesamte letzte Jahr schon möglich gewesen. Genau. Den Änderungsantrag der SPD-Fraktion finde ich sehr unterstützenswert. Wichtig, dort schon eine konkrete Finanzierung einzubringen. Und die Dissidenten haben ja auch noch einen Änderungsantrag, den wir inhaltlich auch unterstützen. Vielen Dank. Herr Lichti, bitteschön. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, bei dem zum wiederholten Male mehr als unsäglichen Redebeitrag des Herrn Gilke konnten dann alle, die sich das vielleicht antun im Stream, vielleicht auch noch im Nachgang, können wirklich erkennen, wie wahr dieser Satz ist: Die AfD schadet ihrer Gesundheit. Vielleicht in ihrer Diktion: Sie schadet der Volksgesundheit. Das ist astreine Corona-Leugnerei. Sie verharmlosen dieses tödliche Virus. Und ich halte das angesichts der Toten, die wir hier in Dresden haben, die Zahl wurde vorhin genannt von Frau Frohwieser, für unerträglich. Für unerträglich. Meine Damen und Herren, ich wollte allerdings zum Thema sprechen. Wir sind sehr, sehr dankbar, dass der Gesundheitsausschuss unseren Vorschlag als Dissidenten einer Priorisierung der verschiedenen vulnerablen Gruppen aufgenommen hat. Und ich hoffe auch, dass das die Stadtverwaltung dann auch umsetzt. Ich habe so den Eindruck, dass man jetzt sagt, okay, die Impfzentren sind auf, bald kommen auch die Apotheker und die Hausärzte machen schon, aber im Grunde gibt es keine besonderen Anstrengungen, diese Priorisierung auch besonders bei den alten Menschen auch umzusetzen. Das finden wir bedauerlich. Ich bin jetzt aber hier nach vorne gekommen, weil ich möchte, dass wir den Antrag aus dem Antrag des Oberbürgermeisters Nummer 2a hier nochmal zum Beschluss erheben. Dabei geht es darum, dass die Staatsregierung aufgefordert werden soll, auch bessere Möglichkeiten für den Distanzunterricht oder den Heimunterricht bereitzustellen. Das Thema Schule in der Pandemie, Schulpräsenzzwang, Distanzunterricht oder Unterricht zu Hause ist seit langem eines der umstrittensten Themen in der Pandemie. Und bei kaum einem anderen Thema verstellen ideologische Verblendungen der Bildungscommunity derart den Blick auf die Tatsachen. Wir Dissidenten haben nach den Erfahrungen der zweiten Welle vor einem Jahr und der Explosion der Kinderinzidenzen 2 bis 3 Wochen nach Schulbeginn in westlichen Bundesländern eindringlich gewarnt. Natürlich vergeblich. Das politische System Sachsens ist es ja gewohnt, Positionen nicht nach ihrer Schlüssigkeit und wissenschaftlichen Validität, sondern nach politischer Opportunität und Bequemlichkeit wahrzunehmen. Ende August warnten wir Dissidenten aufgrund der Erfahrungen vor Kinderinzidenzen von 300 oder 400. Mittlerweile, und wir wissen es alle, erreichten wir in Sachsen Inzidenzen von 5.000.
von 5.000. Die Kinderinzidenz liegt in Dresden derzeit bei 2.500. Und es ist ganz deutlich und es ist überdeutlich. Und wer es leugnet, der hat wirklich zwei ganz große Kloßköpfe vor den Augen. Die sogenannten Schutzmaßnahmen in den Schulen taugen erwiesenermaßen nichts. Von dem Trauerspiel um die angeblich unwirksamen Luftfilter will ich erst gar nicht anfangen. Die paar Luftfilter, die jetzt angeschafft werden sollen, sind ein bloßes Alibi-Projekt, Herr Donhauser. Erst heute ist die von der Kultusministerkonferenz lange zurückgehaltene Metastudie zu Infektionen in Schulen bekannt geworden. Ergebnis? Selbstverständlich sind die Schulen ein wesentlicher Verbreitungsort für die Pandemie. Aber es ist zu befürchten, dass auch diese Erkenntnis nicht zur Kenntnis genommen werden wird und wieder verdrängt werden wird. Gestern ist bekannt geworden, dass 86% aller sächsischen Lehrerinnen und Lehrer geimpft sein sollen. Das ist mehr als der Durchschnitt der Bevölkerung. Aber wenn 14% ungeimpft sind, ist das zu viel, um Ansteckung durch das Lehrpersonal auszuschließen. Und zudem sind offenbar Genesene bei dieser Statistik weggelassen worden und freie Schulen erst gar nicht erfasst worden. Der einzige Lichtblick in diesem Trauerspiel ist die Aussetzung der Schulpräsenzpflicht seit dem 22.11. Leider viel zu spät. Denn der Staat hat vor dem Hintergrund des Abwehranspruches des Kindes auf Erhalt der eigenen Gesundheit sowie dem Elternrecht schlicht nicht das Recht, Kinder zwangsweise einer gefährlichen Erkrankung auszusetzen. Deshalb kann ich nur allen Eltern zurufen, meldet eure Kinder aus der Schule ab. Es ist viel zu gefährlich. Wartet wenigstens so lange, bis ihr Kind geimpft werden kann. Und die kommende Omikronwelle verschärft die Lage weiter. Wir verstehen, dass viele Eltern zögern, ihre Kinder abzumelden, weil sie selber arbeiten müssen und der Freistaat die Unterrichtung zu Hause gerade nicht unterstützt. Der Herr Piwatz übt damit bewusst und absichtsvoll einen mittelbaren Zwang zur Schulpräsenzpflicht aus. Der wird noch durch die Ankündigung verstärkt, auf Kinder, die zu Hause geblieben sind, bei Leistungskontrollen keine Rücksicht zu nehmen. Daher haben wir Dissidenten den Vorschuss des Oberbürgermeisters sehr begrüßt, den Freistaat aufzufordern, für bessere Bedingungen für den Heimunterricht zu sorgen. Es ist für uns nicht nachvollziehbar, wieso dies im Gesundheitsausschuss auch von den Grünen abgelehnt wurde. Dabei hat das Bundesverfassungsgericht in seinem Anfang Dezember veröffentlichten Beschluss doch klargestellt, dass sich der Bildungsanspruch des Kindes keineswegs in der Schulpräsenzpflicht erschöpft. Auch wenn dies nicht in die Köpfe der traditionellen Bildungsautoritären passt, Präsenzunterricht ist eine zulässige Form der Bildungsvermittlung, keineswegs aber die einzige, wahrscheinlich nicht mal die beste und in der Pandemie jedenfalls die unverantwortlichste. Oder anders, je länger die Pandemie andauert und je deutlicher der Präsenzunterricht zur Durchseuchung führt, desto eher ist der Staat verpflichtet, zur Erfüllung des Bildungsanspruchs des Kindes auch andere Organisationsformen für Bildung bereitzustellen. Oder mit den Worten des Bundesverfassungsgerichts, das Recht auf schulische Bildung gibt Schülerinnen und Schülern die Befugnis, die Einhaltung eines für ihre Persönlichkeitsentwicklung unverzichtbaren Mindeststandards von Bildungsleistungen an staatlichen Schulen zu verlangen. Insoweit können sich die Länder weder auf einen Spielraum bei der Ausgestaltung des Bildungsauftrages berufen, noch darauf, knappe öffentliche Mittel für andere Staatsaufgaben einzusetzen. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, ich fordere Sie auf, ich bitte Sie eindringlich, unterstützen Sie diesen Änderungsantrag, den wir hier stellen, den wir aus dem Antrag des Oberbürgermeisters aufgenommen haben, um damit diesen vielen Eltern, die sich dort Sorge zu machen, doch eine kleine Unterstützung zu geben. Vielen Dank. So, die nächsten Wortmeldungen, Herr Gilke, Herr Dietze und dann Herr Wutz. Es sind einige Vorwürfe laut geworden, die möchte ich gerne richtigstellen. Die AfD-Fraktion wäre gegen die Gesundheit der Menschen. Was für ein Schwachsinn, was für ein ideologischer Blödsinn, der hiervon gegeben wird. Aber viel ist ja von diesen Menschen nicht zu erwarten. Ich hatte ganz am Anfang gesagt, Corona besteht als Krankheit und sie kann auch tödlich sein. Hätten Sie zugehört, hätten Sie mich nicht Corona-Leugner genannt. Die AfD selber sagt ganz eindeutig, impfen. Wer es für sich in Anspruch nehmen will, möchte das tun. Wer es nicht tun möchte, möchte es auch nicht tun und soll dafür nicht gehänselt oder sonst irgendwie ausgegrenzt werden. Ausgrenzung kennen wir ziemlich gut. 2G, wir haben es schon gehört. 2G bezieht sich darauf, Gesunde und Genesene und Geimpfte, die natürlich infektiös sein können
und im Grunde diese Infektion weitertragen können. Aber die gesunden Menschen werden ausgeschlossen. Warum? Aus einer Willkür heraus. Das ist im Grunde genommen menschenverachtend. Aber man hält wiederum der AfD vor, weil sie die Wahrheit sagt. Fakt ist, Nikolaus Fest, Europaabgeordneter der AfD, hat mal darüber berichtet, von 48 bestätigten Fällen von Menschen, die an der Impfung verstorben sind. Das bedeutet, es gibt Menschen, die können an dieser Impfung versterben. Demzufolge ist es logischerweise ein Menschenrecht zu entscheiden, ja, ich gehe dieses Risiko für mich ein, ich gehe dieses Risiko nicht für mich ein. Und es ist absolut demokratisch, eine andere Meinung zu haben. Ich akzeptiere Meinung auch nicht. Antidemokratin ist dumm. Einfach nur dumm. Sie sehen, Sie wissen, wie ich anspreche. Sie wollen eine ordentliche, vernünftige Fraktions- bzw. Stadtratsarbeit machen, dann tun Sie das. Aber arbeiten Sie bitte mit Fakten. Zu sagen, diese Zahlen sind da, das sind keine Fakten. Diese Fakten müssen unterlegt sein, müssen untersetzt sein. Das sind sie nicht. Und das ist eine Schweinerei, dass Sie das dann noch als Fakt hinsetzen. Und das geht nicht. Sie können sagen, so und so viele Menschen sind an Corona gestorben, wo Sie die Obduktionsberichte haben, wo man sagt, okay, der ist an Corona gestorben, dann ist das korrekt. Aber einfach mal zu sagen, das ist ein Toter, der ist positiv getestet worden, der ist an Corona gestorben, das funktioniert so nicht. Und die Menschen wollen nicht verarscht werden. Die Menschen wollen Fakten haben. Und das kann doch so schwer nicht sein. Und die die Fakten nennen, diese zu denunzieren und zu beleidigen, ist keine Art und Weise. Obwohl es demokratisch möglich ist. Ich tue sie deswegen nicht Antidemokrat nennen, weil ich ein Demokrat bin. Danke. So, dann war als nächster Herr Dietze dran gewesen und dann, wie gesagt, Herr Marwitz. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte nicht lange auf die polemischen Ausführungen von Herrn Nichti eingehen, aber ganz kann ich sie auch nicht im Raum stehen lassen. 600 Luftfilter sind in den nächsten Wochen zu verbauen. Das ist nicht Alibi, sondern folgt einer klaren Strategie, nämlich insbesondere an die Orte zu gehen, wo eine Durchlüftung als solches nicht möglich ist. Das sind Mensen insbesondere, das sind Räume, wo aus technischen Gründen nicht gelüftet werden kann oder wo große Verkehrslast davor ist, sodass man hier doch eine ganz klare, nicht nur eine Alibi-Funktion, sondern eine ganz klare Funktion des Schutzes daraus ableiten kann. Das andere ist auch, dass wir in Sachsen eine Strategie der partiellen Schließungen fahren und wir fahren damit gut und damit sind die Schulen auch nicht wirklich mehr Infektionsherde hoch 3. Wir haben Infektionsgeschehen natürlich an Schulen, so wie in allen Orten, die gesellschaftlich frequentiert sind, aber sie sind insofern eingedämmt, dass wir hier in rechtzeitigen zeitlichen Abstand auch reagieren. Ich möchte aber auf den Ersetzungsantrag eingehen und jetzt auch inhaltlich werden. Schaue ich auf diesen Ersetzungsantrag, da fallen mir sofort zwei Merkwürdigkeiten auf als Bildungspolitiker. Die erste ist, also ich versuche das mal kurz zu erklären, grundsätzlich sind Lehrer Fachlehrer. Und einige Fachlehrer bekommen zusätzlich noch die Funktion eines Klassenlehrers. Jetzt schreiben Sie in Ihren Antrag, dass die Klassenlehrer nicht belastet werden sollen. Und weiß ich nicht, ob das Ziel und Sinn ist, dass man die Fachlehrer belastet, was ja eigentlich der Großteil der Lehrer ist, oder ob das einfach nur ein Versehen ist, Unkenntnis im Bildungssystem, keine Ahnung. Also ich stelle noch mal diese Merkwürdigkeit fest. Das Zweite ist, dass ein zentrales Angebot geschaffen werden soll. Schwierig, also... Wir haben ja nun ganz unterschiedliche Schulformen mit ganz unterschiedlichen pädagogischen Konzepten. Einfach gesagt, ich kann ein Angebot, was für eine Werkstattschule funktioniert, nicht einfach für einen Unterricht mit Fibel übertragen. Das heißt also, wir haben ja doch eine sehr spezielle und doch sehr ausdifferenzierte Schullandschaft, wo ich mit zentralen Angeboten nicht einfach so heißbringend drüber gehen kann. Aus meiner Sicht ist es auch die Aufgabe einer Schule, und zwar ganz speziell für ihre pädagogischen Konzepte in Abstimmung mit dem, was auch die Lehrerschaft leisten kann, hier Angebote an die Schülerinnen und Schüler richten und das eben auch adäquat zu dem, was das Schulkonzept hergibt. Insofern werden wir diesen Ergänzungsantrag ablehnen. Dankeschön. Jetzt, Herr Wirtz, bitteschön.
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren. Ich denke mal, das Dümmste, was passiert ist in dieser ganzen Corona-Situation, dass die Pandemie ein Gegenstand politischer Polarisierung und Profilierung geworden ist. Das macht es ungeheuer schwer für die Menschen zu unterscheiden, was ist eine ernsthafte Maßnahme, was hilft gegen die Verbreitung dieser Krankheit, was hilft der Eindämmung dieser Krankheit, was ist eine Schikane von Leuten, die sich nicht so verhalten, wie sie verhalten sollen, und was ist eigentlich Profilierung von Leuten, die eigentlich dazu lieber nichts sagen sollten. Es fällt mir wirklich sehr schwer, hier bei diesen ganzen Dingen, dieser Pathos, der hier in den Vorträgen, hier vorne in den Reden erschallt, und dann das Klein-Klein der Maßnahmen und der kleinen Anträge hier in Übereinstimmung zu bringen. Ein bisschen Corona-App, ein bisschen schärfere oder bessere Masken, eben nicht die OP-Maske, FFP2-Maske, warum nehmen Sie nicht die FFP3-Maske, die ist noch besser, die verhindert noch mehr, dass dort im Prinzip etwas ausgeatmet werden kann. Luftfilter in Schulen, aber eben keine Luftfilter im Prinzip zum Beispiel in Alten, in Pflegeheimen, Seniorenwohnen. Dort wären sie vielleicht sinnvoller, weil dort leben die vulnerablen Menschen, die Verletzbaren, die mit schweren Verläufen konfrontiert sind, die sind nicht in den Schulen. Dort ist es zum Glück häufig glimpflich. Wir haben im Prinzip auch Luftfilter hier zu beschließen, sie werden angeschafft. Helmholtz und die TH Stuttgart haben das untersucht. Mit recht eindeutigen Ergebnissen. Helmholtz ist draufgekommen, wirksam ist ein Luftfilter, der an der Decke die Luft absaugt, in dem Fußbodenbereich gereinigt und desinfiziert wieder reinbläst in den Raum. Das ist mit mobilen Anlagen nicht zu schaffen. Das bedeutet im Prinzip eine Baumaßnahme, die im Prinzip im Handumdrehen der Schule überhaupt nicht zu schaffen ist. Und die TH Stuttgart hat festgestellt, ja, Luftfilter können einen Beitrag leisten, die Viruslast zu senken. Das ist schon sehr viel konjunktiv. Ob da eine Schwelle einer wirksamen Verbreitung unterschritten wird oder überschritten wird. Das lässt das schon mal offen. Und außerdem ist noch festgestellt worden, ich brauche pro Klassenraum 3 Luftfilter und die müssen auf Volllast laufen. Und wenn Sie einen Luftfilter haben, der auf Volllast läuft und davon 3 im Klassenraum, dann halten Sie keinen Unterricht mehr. Es braust nämlich ein bisschen. Das ist wie mit den mobilen Klimageräten, die im Sommer mal in Büros stehen. Insofern bin ich da sehr skeptisch. Sie machen sich mit diesen Maßnahmen vor, mir fehlt im Prinzip auch ein bisschen das Wirksamkeitsschild, dass mir jemand gesagt hätte, wenn wir diese Maßnahmen ergreifen, senken wir die Inzidenz um so und so viel. Und ich denke mal, man darf natürlich Corona nicht leugnen, das ist vollkommen klar, das ist existent und das ist virulent, wie der Name schon sagt, aber man darf es auch nicht dramatisieren. Natürlich haben wir, wenn wir die Zahlen heute bei uns im Dashboard anschauen von Dresden, wir haben die dreifache Inzidenz von einem Jahr vor einem Jahr. Wir haben aber wesentlich weniger Krankenhauseinweisungen pro Inzidenz wie vor einem Jahr, nämlich ungefähr genauso viele Krankenhauseinweisungen und zum Glück auch wesentlich weniger tödliche Verläufe als vor einem Jahr. Die Pandemie verändert sich und keiner kann uns hier sagen, warum das im Sommer und im Frühjahr gescholtene Schweden keine vierte Welle erlebt, die sich jetzt gerade so ein bisschen andeutet, aber wesentlich anders ist als bei uns. Keiner kann uns sagen, warum das angeblich so vorbildliche Israel vor 2 Monaten genau das gleiche erlebt hat wie wir, nämlich Inzidenzen im landesweit bis 800. Insofern müssen wir eigentlich ein bisschen Maß halten, wir müssen auf die Fachleute hören, aber das Klein-Klein, was hier vorgetragen wird, ist eigentlich nicht zielführend. Wir machen den Leuten etwas vor und auch Herr Lichti, was Sie im Prinzip mit der Schulpflicht sagen, das ist jetzt eigentlich ganz schlau gemacht. Das ist nämlich den Eltern und den Betroffenen anheimzugehen, ob sie ihre Kinder in die Schule schicken oder nicht. Und die Schulpflicht einseitig aufzuheben, macht allen Eltern ein Problem, die vielleicht 10 Stunden auf Arbeit sind, die einen langen Arbeitsweg haben, die 8 Stunden dann arbeiten und dann im Prinzip 10 Stunden ihre Kinder unbeaufsichtigt sind. Das muten sie denn einfach mal so zu. Es hat nämlich nicht jeder die Möglichkeit, einfach ins Homeoffice zu gehen, sondern es gibt Leute, die stehen irgendwo auf einer Baustelle, in irgendeiner Produktion und können nicht ihren Arbeitsort nach Hause verlegen. Das geht einfach nicht. Und diesen Kindern würden sie dann mit einer pauschalen Aufhebung der Schulpflicht zumuten, im Prinzip zu Hause unbetreut zu sein. Die haben dann vielleicht noch nicht mal die technischen Möglichkeiten, an einem Fernunterricht teilzunehmen. Die müssten so erst mal noch schaffen. In Dresden Digitalpakt bis 2025 ist angesagt worden, dass die Schulen im Prinzip so vernetzt sind, dass sie über Breitband mit allen kommunizieren können. Da ist viel zu tun. Sie können das jetzt nicht machen, ohne hier riesen Benachteiligungen zu schaffen und eigentlich auch Leute mehr zu schädigen, als das die Gefahr in der Schule ist. Es gibt keine Gruppe in diesem Land, die besser überwacht ist als die Schülerinnen und Schüler, die 3-mal in der Woche sich testen lassen müssen. So, wir haben in den Schulen ein hohes Maß an Sicherheit. Klar, es gibt mal Schulen, die geschlossen werden müssen. Ich weiß es aber von meinen Kindern, vom Direktor, der uns auch sehr vorbildlich informiert.
dass dort nämlich die Schule kein Verbreiter ist. Es werden zwar welche getestet, positiv, aber die haben sich meistens außerhalb angesteckt. Insofern stimmt es in der Tat, dass die Schulen nicht unbedingt Verbreiter der Pandemie sind. Ich bitte Sie im Prinzip, die verantwortlichen Ämter in der Stadt nicht weiter mit solchen Dingen zu belasten, nicht weiter im Prinzip mit sinnlosen Anträgen, sondern lassen Sie die Fachleute arbeiten. Und ich denke auch, dass Ehrenpfleger keine Unterstützung für Pflegekräfte sind. Die Pflege braucht mehr Geld und sie braucht aber nicht nur mehr Geld, sondern sie braucht auch, das ist eine Lehre draus, wesentliche Entflechtung der Arbeit, weniger Arbeitsdichte und viel mehr im Prinzip, dass ihre Arbeit nicht mehr ganz so hart und so verdichtet ist. Das ist ein großes Problem in der Pflege und dann können wir dort auch für Entspannung sorgen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Wirz, für Ihre Wortmeldung. Und Herr Schmelich jetzt als Nächster. Herr Schmelich, wollen Sie? Achso, Entschuldigung, habe ich nicht gesehen. Dr. Braun danach. Pardon. Herr Dietze, ich möchte dann doch mal noch mal kurz was zu Ihnen sagen. Es ist ja, also Sie haben ja Herrn Lichti quasi Ahnungslosigkeit vorgehalten, was die Formulierung dieses Ersetzungsantrages angeht und ist aus fachlichen Gründen dann abgelehnt. Ich gestatte mir den Hinweis, dass die Formulierung neben der Aussetzung der Schulbesuchspflicht auch ein zentrales Angebot für Fernunterricht in Form von digitalem Lernen vorzuhalten, das die Klassenlehrerinnen und Lehrer nicht zusätzlich belastet. Das ist die Formulierung, die Sie gerade kritisiert haben. Sie ist wortwörtlich aus dem Ersetzungsantrag des Oberbürgermeisters übernommen worden. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass der Oberbürgermeister eine solche Formulierung wählt, ohne den zuständigen Fachbürgermeister, der ja vermutlich auch Ihrer Partei angehört, dazu zu konsultieren. Also unterlassen Sie dann bitte im Grunde genommen diese Vorhaltung. Entweder Sie sagen, wir teilen nicht die Auffassung unseres Bildungsbürgermeisters und des Oberbürgermeisters, aber schieben Sie bitte den schwarzen Peter nicht den Dissidenten zu. So, als nächstes Herr Dr. Brauns. Bitte schön. Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, ich habe mich doch gemeldet, weil ich glaube, das, was Herr Gielke und auch Herr Lommel, auch Frau Dagen hier gesagt haben, darf in dieser Art und Weise so nicht stehen bleiben. Ich will es auch mal versuchen mit einem Witz, über den ich früher mal gelacht habe. Vielleicht oder ein Bild, ist vielleicht besser gesagt. Verkehrsdurchsage. Achtung, Autofahrer, auf der Autobahnstreckenabschnitt sowieso kommt Ihnen ein Falschfahrer entgegen. Der Falschfahrer, der sich angesprochen fühlt, sagt, wieso einer? Hunderte. So, und jetzt kann man sich natürlich trefflich streiten, wer hat denn recht? Der Falschfährt oder die anderen, die den auch noch warnen? Du bist auf der falschen Strecke. Und wenn derjenige, und das, um im Bild zu bleiben, wenn derjenige dann auch noch angesprochen wird, du bist auf dem falschen Weg, dann wird der sauer. Das ist meine Freiheit. Hier darf ich doch fahren. Was soll denn das? Wer wagt es denn, mich hier zu stören, so lang zu fahren? Und denjenigen, der mich da, den versuche ich dann nochmal, um auf diesem Bild zu bleiben, den versuche ich dann auch nochmal aus dem Weg zu räumen, meine Damen und Herren. Das ist der Punkt. Und dass das nicht für, dass das Unbeteiligte trifft, und zwar diejenigen massiv trifft, die sich an die Regeln halten, nämlich, dass es eine geordnete Wägung geben muss, die werden durch den gefährdet, und zwar tödlich. Und ich fühle mich so ein bisschen an die Diskussion, ich bin ja nur schon ein paar Tage alt, als es darum ging, die Einführung der Gurtpflicht. Das war genau dieselbe Diskussion. Meine Freiheit, wer soll mich denn hindern, im Auto einen Gurt anzulegen? Was soll das? Die Antwort ist ganz klar, und das ist ja längst verfassungsrechtlich abgewegt, ganz klar, weil dann, wenn Sie sich anschnallen, ist die Gefahr, dass die Verletzungsgefahr, dass Sie mit erheblichen Kosten, wenn Sie es denn überleben, im Krankenhaus behandelt werden müssen. Es ist also ein Akt der Solidarität mit Ärzten, mit Pflegepersonal.
etwas zu tun, um zu verhindern, dass sie im Fall eines Unfalls schwerste Verletzungen davontragen. Deswegen gibt es diese Pflicht. Nach Ihrer Lesart müsste man diese Regelung sofort streichen. Warum muss sie eigentlich an der roten Ampel halten? Weil es verkehrsgefährdend ist, wenn sie es nicht tun. Meine Damen und Herren, und jetzt kommen wir zu dem Punkt der Impfung. Und deswegen stimmt das, was Herr Lommel gesagt hat, eben nicht. Testen, testen, testen. Wer nicht geimpft ist, der geht ein Risiko ein, auf der Intensivstation zu landen. Und das sind die Zahlen. Und Herr Gilke, das ist schon ein starkes Stück. Dass ich erst jeden obduzieren muss und zu sagen muss, wenn jemand wegen Corona oder wegen einer anderen Verletzung auf der Intensivstation schickt und sagen, ich den Totenschein, weshalb er ausgestellt ist, weshalb er gestorben ist, da muss ich jeden obduzieren. Hochgradiger Unsinn. Obduktion dient dazu, in Zweifelsfällen, wenn nicht zweifelfrei festgestellt werden kann, woran er gestorben ist, dann obduziere ich. Und dann muss ich obduzieren. Wenn aber ein Arzt verantwortlich sagt, der ist an dieser Krankheit gestorben, kein Zweifel, wird niemand obduziert. Vollkommener Unsinn. Und was für eine Hybris, Ihnen zu sagen, all die Ärzte, die auf den Intensivstationen sind, und da kann ich ausnahmsweise mal Herrn Lichti zustimmen, was für eine Arroganz, denen vorzuwerfen, sie wissen ja gar nicht, wenn sie die nicht obduzieren lassen, dann wissen die nicht, woran sie sterben. Meine Güte, wo leben Sie denn? Wie muss ich mir denn die Wirklichkeit zusammenschustern, um so einen Unsinn zu erzählen, meine Damen und Herren? Und das, meine Damen und Herren, ist der Punkt. Und deswegen ist das, was hier abläuft, höchst bedauerlich. Und das ist demokratiegefährdend. Wir brauchen einen Mindeststandard. Und wir brauchen verlässliche und auch gerade in der Gesundheitsvorsorge brauchen wir die Freiheit des Gesundheitsapparates, der Freiheit der Krankenhäuser, dass diejenigen, die Schwerstoperationen brauchen, dass die sie auch bekommen. Krebspatienten können jetzt nicht mehr oder müssen ihre Operationen, ihre notwendige Behandlung verschieben, deswegen, weil eine Unzahl von Ungeimpften auf den Intensivstationen liegt. Und das, meine Damen und Herren, das ist eine so fehlerhafte, so Grad von Unsolidarität, der eigentlich kaum fassbar ist, meine Damen und Herren. Und das ärgert mich dann schon. Und dann noch ein letztes Wort, das Sie mir vielleicht gestatten, Herr Oberbürgermeister, zu sagen, es gibt Tote durchs Impfen. Meine Güte, natürlich gibt es die. 48 haben Sie genannt. Bei wie vielen Millionen Toten, die wir durch diese Krankheit haben, durch diese Pandemie haben? Herr Gierke, wenn Sie auch nur ein Medikament nehmen und haben auch nur einmal einen Beipackzettel gelesen, dann werden Sie sehen, in Ausnahmefällen können Sie an der Einnahme eines harmlosen Medikaments sterben. Nehmen Sie das dann nicht ein? Was für ein Schwachsinn wird hier erzählt, meine Damen und Herren. Es ist unfassbar. Es ist wirklich unfassbar. Gehen Sie nach Hause, gehen Sie in sich. Es ist kaum zu ertragen. Vielen Dank. Ein Geschäftsordnungsantrag, Frau Müller. Wenn sich das jetzt nicht sowieso schon ergeben hat, beantrage ich Ende der Debatte. Das können Sie nicht, weil Sie selber in der Debatte sich zu Wort gemeldet haben. Aber wir sind auch mit der Rednerliste durch. Insoweit brauchen wir da, glaube ich, jetzt nicht groß in die Abstimmungsprozeduren einzutreten. Gestatten Sie mir abschließend in der Debatte aus Sicht der Verwaltung noch mal ganz kurz Stellung zu beziehen. Ich möchte damit starten, erstmal ein ausdrückliches Dankeschön an meine Kollegin innerhalb der Rathausspitze zu richten, insbesondere natürlich an Frau Dr. Kaufmann mit Herrn Dr. Bauer, die wirklich eine außerordentlich engagierte Arbeit machen und rund um die Uhr für die Dresdnerinnen und Dresdner kämpfen, die Pandemie in den Griff zu bekommen und bestmöglich unsere Leistung zu organisieren. Und wenn wir alle mal durchgehen, die meisten Mitarbeiter, die abgeordnet sind im Moment, kommen von Herrn Kühn in das Gesundheitsamt, die außerordentlich einen tollen Job dort machen, gelobt von den Kollegen.
Kollege Sittel, der alle seine Kollegen einsetzt, im Bereich des Ordnungsamtes wirklich strikt die Kontrollen durchzuführen. Und auch Herr Dr. Lames, der im Wesentlichen die Abordnung umzusetzen hat mit dem Haupt- und Personalamt und der mit dem IT-Betrieb wirklich hart daran arbeitet, Hunderte von zusätzlichen Homeoffice-Plätzen, also Laptops zur Verfügung zu stellen, dass das möglich ist. Und es ist eben nicht, dass ich in den Baumarkt gehe und mir einen Laptop kaufe, damit geschehen, sondern die müssen installiert werden, die müssen betreut werden. Und da haben wir die Zahlen dramatisch erhöht im Gegensatz zu dem, was bisher geplant gewesen ist. Und insoweit bin ich ein bisschen sehr verwundert gewesen und auch zutiefst enttäuscht, muss man sagen, als wir im Gesundheitsausschuss da waren. Was haben wir denn gemacht? Wir haben genau das gemacht, was wir im letzten Stadtrat zugesagt haben. Wir haben gesagt, es sind Anträge gestellt, die so in der Form nicht zulässig sind. Wir haben uns hingesetzt und sie in eine Zulässigkeit formuliert. Ihre Anträge, die sie selber haben, in eine Form umgesetzt, die dann auch eine Beschlussfassung umgesetzt von Ihnen werden kann und eben damit nochmal eine Bestärkung. Natürlich machen wir die Aufgaben schon alles. Ja, wir sind ja nicht im Schlafzug unterwegs, sondern wir sind hart an der Pandemiefront und arbeiten da außerordentlich engagiert. Und natürlich, sowohl im sächsischen Städte- und Gemeindetag, im Präsidium, im Landesvorstand, in den vielen Runden, die wir als Bürgermeister zusammenkommen, oder im Präsidium und im Hauptausschuss des Deutschen Städtetags, ja, ich tausche mich schon aus mit den Kollegen, was die an Projekten machen. Aber zum Teil haben sie auch deutlich andere Regelungen. Bei uns hat man entschieden in Sachsen, wir machen die Impfstrategie. Wir machen das als Sachsen konsequent. Und von wegen, wir haben uns dazu nicht geäußert, als die Impfzentren hier an der Messe geschlossen worden sind. Sehr deutlich haben wir uns positioniert. Das ist von ein Irrsinn ist, wenn wir gerade Schuljahr begonnen haben, sagen, wir wollen die Schüler zum Impfen bringen, dann schließen wir die Impfzentren. Dann haben wir uns massiv eingesetzt, Kollege Donhauser. Frau Dr. Kaufmann, haben wir uns mit dem DRK hingesetzt und haben gesagt, wir müssen eine Lösung finden. Wir müssen dezentrale Angebote jetzt machen, wenn die das Impfzentrum schließen. Wir können dann die Kinder mit einer Erstimpfung nach Hause gehen lassen und keine Lösung für eine Zweitimpfung haben. Das haben wir organisiert, haben wir auch mit dem LASO entsprechend abgestimmt und das dann ein Weg ist. Das ist nicht vom Himmel gefallen, sondern das ist die Arbeit der Kolleginnen und Kollegen im Rathaus zu verdanken gewesen. Und auch, wie die Orte der Impfungen, die passiert sind, staatliches Angebot, wohl wissend, die an der TU sind, die in am Rathaus waren, die in den Stadtbezirken gewesen sind, sind die Örtlichkeiten von uns organisiert und in enger Abstimmung mit dem DRK, mit dem wir hervorragend zusammenarbeiten, kann da nur mein herzliches Kompliment und Dankeschön auch an die Kollegen dort machen. Die fünfte Säule, die man jetzt aufgemacht hat, Impfen für die Kommunen, ist ja ein ganz frisches Thema. Und auch da haben wir sofort reagiert und sagen, auch da finden wir Mittel und Möglichkeiten, auch wenn es manchmal, Entschuldigung, ich sage das mal so salopp, bekloppt ist. Wirklich bekloppt ist, wenn man sagt, Mensch, wir haben unterstützt das DRK, wir haben den Freistaat unterstützt, Impfärzte, Pflegepersonal dafür zu finden. Und wir hätten einfach gesagt, Mensch, mach ein paar Linien mehr, die wir in dem Impfzentrum realisieren können. Nein, explizit untersagt. Wir können nicht, sondern wir müssen separate Thematiken aufbauen, müssen ein separates IT-System aufbauen. Das kostet Zeit und Kraft, bindet wieder Kapazitäten im IT-Betrieb, in dem Bereich von Frau Dr. Kaufmann. Aber auch das tun wir, weil es uns wichtig ist für unsere Dresdnerinnen und Dresdner. Und wir haben gerade gesagt und das auch kundgetan, ja, die vulnerablen Gruppen sind die Ersten, die drankommen. Wir haben das Team aufgestellt, wir haben den Impfstoff bestellt und so Gott will, gehen wir jetzt auch dieses Jahr mit unseren Angeboten in zunächst die Pflegeeinrichtung, um eben da die Verbesserung der Impfquote, der Boosterung zu erreichen. Das tun wir und das tun wir gerne für die Dresdnerinnen und Dresdner, damit wir wirklich gut durch die Pandemie kommen. Natürlich haben wir den Sommer über nicht geschlafen. Wir haben über 300 Mitarbeiter innerhalb des Rathauses geschult, damit sie eben für einen Anstieg der Pandemie in das Gesundheitsamt abgeordnet werden können. Aber es hat niemand
bedanken. Und ich glaube, auch niemand von Ihnen damit gerechnet, dass wir einen Anstieg innerhalb von wenigen Tagen in einer Inzidenz von deutlich über 1000 erlebt haben. Und das hat uns einige Tage mal ins Hintertreffen gebracht. Aber jetzt würde ich das auch akzeptieren, wenn alle anderen sensationell da anders, besser, schneller gefahren sind. Nee, Dresden war im Wesentlichen diejenigen, die am ersten wieder in den Griff bekommen haben, die hohen Fallzahlen fristgerecht abzuarbeiten. Und was haben wir im Moment? Wir haben im Moment im Gesundheitsamt insgesamt 242 zusätzliche Personen. Davon sind 192 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die aus anderen Bereichen der Verwaltung dahin abgeordnet sind. Wir haben zusätzlich 24 Containment Scouts eingestellt. Wir haben 10 Kollegen, Dankeschön auch dafür, von der Bundeswehr und mittlerweile 16 Landesdienste da. Auch darum haben wir lange uns gerungen, weil wir gesagt haben, Mensch, die Kollegen sind eingearbeitet, unterstützt uns jetzt in dieser außerordentlichen Situation. Und wir haben in dem Änderungsantrag, das ist richtig, den ich gestellt habe, auch einige Empfehlungen mit hineingebracht, die in Richtung Landesverordnungsgeber gingen. Warum ist das kurzfristig gewesen? Natürlich, weil wir gerade in der Diskussion waren, in Konferenzen, Landräte, Oberbürgermeister mit dem Ministerpräsidenten und der Gesundheitsministerin über die neue Corona-Verordnung. Einen Tag davor, vor dem wir den Änderungsantrag gestellt haben und am Tag selbst, wo er rausgegangen ist, war noch die Bund-Länder-Konferenz. Das sollte natürlich sehr wohl in den Antrag mit einfließen. Deswegen ist er auch 5 Tage nach der Stadtratssitzung an Sie rausgegangen, weil genau diese Punkte mit neben dem rechtlich richtigen Formulierung mit einfließen sollten. Und ich glaube, der Ministerpräsident hätte sich außerordentlich gefreut darüber, wenn da eine starke Unterstützung aus der Stadt Dresden gekommen wäre, denn der wirklich engagiert dafür kämpft, dass Corona Pandemie-Management in Sachsen in den Griff zu bekommen. Soweit vielleicht, ich könnte noch vieles mehr dazu sagen, aber lass es mal dabei, weil wir auch bei dem Thema Demo-Verbot, was haben wir in den Runden mit dem Freistaat gekämpft und das eben entsprechende klare Positionierung, Verordnungen, die Handeln der Kommunalverwaltung ermöglichen. Wir haben das mit dem Thema Weihnachtsmärkte signalisiert. Die Verordnung lässt eine Absage nicht zu. Das haben wir weit vor dem, dass es abgesagt wurde. Ihr müsst das ändern. Ich kann es aber nie ändern, wenn man es nie ändert und nie aufnimmt, unsere Ratschläge. Und insofern sagen wir mal, schwimmt schon eine gewisse Frustration mit. Aber wir tun alles, das kann ich nochmal versprechen, was in unserer Kraft steht, wirklich bestmöglich das Pandemie-Management zu machen, mit allen uns zur Verfügung stehenden Kräften. Und dafür nochmal ein ganz, ganz herzliches Dankeschön an alle meine Kolleginnen und Kollegen, die das wirklich jeden Tag tun. So, und damit kommen wir jetzt in den Part der Abstimmung. Und da habe ich einige Änderungsanträge vorliegen, die wir versuchen, dann in der Chronologie zu bewältigen. Zunächst habe ich, und ich würde die jetzt mal als gleichgestaltig nehmen, da gibt es jetzt keine Rang- und Reihenfolge, weil es alles Änderungs- oder Ergänzungsanträge sind von SPD-Dissidenten und CDU. Die würde ich zunächst mal in die Abstimmung stellen, werden Änderungen aufgenommen oder nicht aufgenommen. Dann ist beantragt, ich frage nochmal, ob ich es richtig aufgenommen habe von Ihnen, Herr Böhm, 3a, 3b und 3k separat. Genau, gut, das würde ich machen und dann würden wir über den Rest in die Schlussabstimmung eintreten. So würde das Abstimmungsverfahren gehen. Und ich darf zunächst jetzt in der Chronologie fragen, wer für den Ergänzungsantrag SPD ist, im Punkt 3i einen weiteren Satz hinten anzufügen. Der Beginn der Stadtrat beschließt die außerplanmäßige Mittelbereitstellung in Höhe von bis zu 4 Millionen Euro für die Jahre 2021 und 2022 zur Vorfinanzierung der kommunalen Impfangebote. Die Deckung erfolgt aus den zugesagten Finanzierungen seitens des Freistaates. Wer dem folgen möchte, bitte ich jetzt um Stimmzeichen. Das ist die deutliche Mehrheit, wird damit angenommen.
Wir kommen zu dem Änderungsantrag oder Ergänzungsantrag, einen Punkt 2c neu einzufügen, der lautet: Neben der Aussetzung der Schulbesuchspflicht auch ein zentrales Angebot für Fernunterricht in Form von digitalem Lernen vorzuhalten, das die Klassenlehrerinnen und Lehrer nicht zusätzlich belastet. Wer diesem folgen möchte, den bitte ich jetzt um das Stimmzeichen. Gegenstimmen? Stimmenthaltung? Ja, 49 Nein, keine Enthaltung, damit wird das abgelehnt. Und wir haben den dritten Änderungsantrag im Punkt B. Das ist 1b zu ändern von der CDU, im Wesentlichen da einige Streichungen vorzunehmen. Wer diesem folgen möchte, den bitte ich jetzt um das Stimmzeichen. Das müsste die Mehrheit sein, würde ich sagen. Gegenprobe mal. Ja, erstes war deutlich die Mehrheit. Wer damit auch aufgenommen. So, und jetzt kommen wir zur Endabstimmung. Ich würde mal mit den drei Einzelpunkten starten, die separat gewünscht waren, abzustimmen, 3a, 3b und 3k. Und dann den Rest im Komplex dann zu machen. Also, wer für den Punkt 3a ist, den bitte ich jetzt um sein Stimmzeichen. Gegenstimmen? Und Stimmenthaltung? Nein. 32 Ja-Stimmen, 33 Nein-Stimmen, 2 Enthaltungen, wird damit abgelehnt. Wir kommen zum Punkt 3b. Wer dem 3b zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um das Stimmzeichen. Gegenstimmen? Und Stimmenthaltung. Nein. 33 Ja, 32 Nein, eine Enthaltung wird damit angenommen. Und wir kommen zum 3K. Wer diesem zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um das Stimmzeichen. Gegenstimmen? Und Stimmenthaltung? 32 Ja, 32 Nein, 2 Enthaltungen, wird damit abgelehnt. Und damit kommen wir zu dem ganzen Rest zur Abstimmung final. Wer dem zustimmen möchte, federführenden Ausschussbericht, wie gesagt, jetzt ausgenommen den Einzelpunkten, die wir schon behandelt haben, den bitte ich jetzt um Stimmzeichen. Gegenstimmen? Und Stimmenthaltung. Nein. 45 Ja-Stimmen, 20 Nein-Stimmen, eine Enthaltung. Damit wird der Rest so beschlossen. Damit können wir den Tagesordnungspunkt 22 veröffentlichen.